begrüße Sie sehr herzlich bei der Basisinfo Christentum Online. Mein Name ist Peter Zeilinger und ich werde Sie durch dieses Projekt führen. Ich bin von meiner Ausbildung her katholischer Theologe, Fundamentaltheologe und Philosoph und bin als wissenschaftlicher Assistent bei den theologischen Kursen der Österreichischen Bischofskonferenz angestellt. Bevor ich in die inhaltliche Darstellung einsteige, erlaube ich mir einige einleitende Bemerkungen zur Aufgabenstellung, Aufbau und Inhalt dieses Kurses. Ziel der Basisinfo Christentum ist es, einen möglichst knappen und doch fundierten Überblick über die Entstehung und die zentralen Inhalte des christlichen Glaubens zu vermitteln. Das Angebot zielt dabei ausdrücklich sowohl an Christinnen und Christen als auch an Nicht- oder Andersglaubende. In diesem Sinn ist die Basisinfo Christentum eine Information über den christlichen Glauben und unterscheidet sich dadurch von einem Glaubenskurs oder einer theologischen Vorlesung. Für mich bedeutet das, dass ich darum bemüht sein werde, den christlichen Glauben bei meiner Darstellung nicht bereits vorauszusetzen, sondern möglichst so zu formulieren, dass verständlich werden kann, wie es dazu gekommen ist, dass Menschen eine religiöse Gemeinschaft gebildet haben und damit eine heute 2000-jährige Tradition des Christentums auf den Weg gebracht haben. Was ist geschehen, das diesen Aufbruch verstehen lässt? Was war der geschichtliche Kontext? Wie lassen sich die individuellen und gemeinschaftlichen Erfahrungen beschreiben, aus denen schließlich das christliche Bekenntnis formuliert wurde? Und welche Konsequenzen wurden mit der Zeit daraus gezogen? Schon an diesen ersten Fragen werden Sie erkennen, dass die zentrale Methode der Darstellung in der Basisinfo Christentum eine Rekonstruktion und geschichtliche Nacherzählung von Ereignissen, Zusammenhängen und Konsequenzen sein wird. Auf diese Weise sollte es gelingen, so meine Überzeugung, die Entwicklung und die Inhalte des christlichen Glaubens auch dort nachvollziehbar zu machen, wo Sie als TeilnehmerInnen des Kurses vielleicht persönlich andere Überzeugungen teilen. Für Christinnen und Christen wiederum ist diese Kenntnis der geschichtlichen Hintergründe der Entstehung und der Formulierung der christlichen Glaubensüberzeugungen ein durchaus unverzichtbares Fundament für den persönlichen Glauben. Denn für alle monotheistischen Religionen, das heißt für Judentum, Christentum und Islam, gilt: Der Glaube an den einen und selben Gott dieser Traditionen hat seinen Ausgangspunkt in konkreten geschichtlichen Erfahrungen und ihrer Deutung. Das unterscheidet diese Religionen sowohl von einer philosophischen Überzeugung wie auch von den mythischen Traditionen des Religiösen, wie sie in der Antike in den Religionen Mesopotamiens, des alten Ägypten, des alten Griechenland und natürlich auch im Römischen Reich präsent waren. Auch die Religion der Germanen zählt zu dieser mythischen Tradition. Die Grundlage dieser Religionen liegt nicht in spezifisch historischen Erfahrungen, sondern in einem über einen langen Zeitraum, über Generationen und Epochen hingewachsenen Weltbild. Diese Grundunterscheidung zwischen dem Gottesbild der antiken Religionen und jenem der monotheistischen Traditionen wird uns bald näher beschäftigen, vor allem im ersten Teil dieses Kurses. Dieser wissenschaftlich fundierte geschichtliche Überblick wird ergänzt durch eine an den biblischen Quellen und der christlichen Überlieferung orientierten theologischen Darstellung. Die ursprüngliche Präsenzfassung der Basisinfo Christentum wurde zwischen 2008 und 2011 von den wissenschaftlichen Assistenten der theologischen Kurse der Erzdiözese Wien bzw. der Österreichischen Bischofskonferenz entwickelt. Wir standen damals in regelmäßigem Austausch mit Theologinnen und Theologen, die in der theologischen Erwachsenenbildung tätig waren und großteils selbst in der Schule Religion unterrichteten, in Bildungsinstitutionen referierten oder an theologischen Fakultäten lehrten. Schon damals war aber das Ziel, eine Information über das Christentum auf allgemein verständliche Weise und dennoch theologisch fundiert zu vermitteln. An dieser ursprünglichen Fassung der Basisinfo Christentum orientiert sich auch dieser Online-Kurs. Ich habe mich jedoch bemüht, auch die jüngsten Erkenntnisse über die Vorgeschichte des christlichen Glaubens, insbesondere die Geschichte des alten Israel und seine Beziehung zum alten Orient und die Konsequenzen daraus für das Verständnis der Entstehung und Bedeutung der biblischen Texte in die Darstellung einzubauen. Die Basisinfo Christentum Online ist in zwei Module gegliedert.
Im Modul 1, Grundlagen, steht zunächst in einem ersten Teil die Entstehung des biblischen Gottesverständnisses im alten Israel im Zentrum. Wir gehen der Frage nach, wie es zur Entstehung des Volkes Israel kam und was die historischen Gründe für die Gemeinsamkeiten wie auch für die Unterschiede der biblischen Religion von den Religionen und der politischen Struktur der damaligen Umwelt waren. Auf diese Weise wird auch die Entstehung der hebräischen Bibel, die von den Christen als Altes Testament bezeichnet wird, verständlich. Am Beispiel der Besonderheit der biblischen Exodus-Erzählung werden auch die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen des biblischen Gottesglaubens sichtbar. Sie bilden die Grundlage für die großen theologischen Aussagen, die mit dem Monotheismus als Glauben an den einen und einzigen Gott verbunden sind. Vor diesem Hintergrund lassen sich auch theologische Begriffe wie Offenbarung und Bibel als Wort Gottes, die für das Christentum zentral sind, vermitteln. Auch im zweiten Teil des ersten Moduls geht es um die Grundlagen des christlichen Glaubens. Doch nun steht das geschichtliche Wirken des Jesus von Nazareth im Zentrum und damit zugleich die Entstehung des christlichen Neuen Testaments. Inwiefern lässt sich Jesu historisches Wirken nachzeichnen? Was genau war seine Botschaft und welche Bedeutung haben die Zeichenhandlungen, von denen sein Wirken geprägt ist? Schließlich wird sich alles zuspitzen mit dem Kreuzestod Jesu und der außergewöhnlichen Osterbotschaft von seiner Auferstehung. Wie lassen sich diese Ereignisse, die zum Ausgangspunkt des spezifisch christlichen Glaubens geworden sind, nachvollziehbar vermitteln? Abgeschlossen wird das erste Modul mit einem Blick auf die nachösterliche Entstehung der christlichen Botschaft von Jesus, dem Christus, und die ersten theologischen Konsequenzen daraus. Die Rede von Jesus als Sohn Gottes und die Entwicklung einer differenzierten Rede von Gott, die schließlich in die Formulierung der Trinität mündet. Das Modul 2 der Basisinfo Christentum Online steht dann unter dem Schlagwort Entfaltungen und baut unmittelbar auf dem ersten Modul auf. Nun wird es aber nicht mehr um die Entstehung der christlichen Quellen und der darin ausgedrückten Gotteserfahrung gehen, sondern um die Konsequenzen, die Christinnen und Christen im Laufe der 2000-jährigen Christentumsgeschichte gezogen haben. Vor allem die Bedeutung der christlichen Gemeinschaft als Kirche in der Nachfolge Jesu soll dabei verständlich werden, sowie die christliche Liturgie als praktischer Ausdruck des individuellen und gemeinschaftlichen Glaubens. Daraus ergeben sich dann Kriterien für eine kritische Nachzeichnung der geschichtlichen Entwicklung zur Institution Kirche und das Verhältnis von christlichem Glauben und gesellschaftlichem bzw. politischem Handeln quer durch die Christentumsgeschichte. Auch einige zentrale Inhalte des christlichen Glaubens werden näher vorgestellt. Was hat es mit der Botschaft von Anfang und Ende, also von der Schöpfung auf der einen Seite und der Rede von Himmel, Hölle, Fegefeuer, Auferstehung und Gericht auf sich? Wie lässt sich das Verhältnis von Naturwissenschaft und Theologie vermitteln? Und was kann das Christentum zu einem guten Leben beitragen? Wo finden sich die Kriterien auch für eine kritische Rückfrage an die Praxis des Christentums? Eine nähere Einführung zu den Inhalten und überhaupt zu diesem zweiten Modul finden Sie dann am Beginn desselben. Fürs Erste bedanke ich mich aber nun für Ihr Interesse an einem solchen Durchgang durch die Entstehung und Entwicklung des christlichen Glaubens und seiner zentralen Glaubensüberzeugungen. Ich wünsche Ihnen vor allem einige neue Erkenntnisse zu den Zusammenhängen von geschichtlicher Erfahrung und einem individuell wie gemeinschaftlich gelebten religiösen Glauben.